Hey Leute, hier geht's wieder los. Baumklettern. Sonst ist es auch dabei. Wir haben jetzt einen krassen Baum gefunden. Ich schätze 25 Meter hoch. Ja. Und Anne und ich probieren das jetzt aus. Das Ziel ist, barfuß auf den Baum zu klettern. Ohne Kletterausrüstung. Und das Ziel ist, oben auf der Baumkrone zu kommen. Das sind die Regeln. Wir fangen jetzt an. Andi und ich versuchen jetzt irgendwie hier hoch zu kommen. Wir müssen auf jeden Fall auf den Baum. Wenn wir auf den Baum sind, können wir auf diesen Baum, auf den zweiten hochkommen. Nur so kommen wir auf diesen Baum hoch. Weil das ist auf jeden Fall ein schwieriger Baum. Hallo! Hallo. 4 Meter hoch oder so. Andi ist schon oben. Ich muss jetzt nachkommen. Hier geht's schon morsch. Ah, so passt. Du bist zu, ja, du bist gleich zu hoch. Zu hoch? Ja. Für einen guten Ausblick für den ersten. Ja, ne? Boah, Digga. Okay, hier hoch. Warte mal. Das ist das Problem. Wieso seid ihr da hoch? Rutsch dir ab. Hier hoch, Leute. Rutsch dir ab, Digga. Oh. Ja, ist die einzige Möglichkeit, auf den Baum zu kommen. Alter, bist du steif? Ein bisschen, glaube ich. Ja. Ich glaube, Micha hat seinen Verstand verloren. Oder vor. Es gibt keine Möglichkeit. Wir müssen auf den hier hoch. Wirklich. Ich muss jetzt hier lang. Das ist auf jeden Fall. Na, guck mal, da ist Sortes. Hallo. So, jetzt bin ich hier. Das ist der einzige Weg. Boah, das ist das natürlich egal. Hier lang zu kommen auf den Baum. Okay. Und das hier, Leute, ist der Ast. Und den können wir zu dem bauen. Und dann geht's richtig los. Aber ich muss jetzt mal gucken, ob der stabil genug ist. Puh. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ja, das ist meine Idee, auf den hoch. Na, weil... Oder doch vielleicht zu schwer genommen. Da muss ich jetzt rüber. Die Frage ist, hält er mich aus? Ich probiere. Ich dachte immer so, wenn er dich nicht hält, dann war es wirklich dein letzter Baum. Mach mir doch keine Angst, Andi. Ich sag ja nur mal. Achso, Leute, nicht nachmachen. Wir sind geübt. Und ja, mach es lieber in der Sporthalle. Also aktuell, ich hab einen anderen Baum. Ja, aktuell denke ich auch gerade, vielleicht einen anderen Baum. Das Problem ist, dieses Zurückkommen wird widerlich. Das ist wirklich Horror, ne? Das ist kompletter Wahnsinn. Ja. Das ist doch zu riskant, Leute. Aber ich glaube, wir müssen einen anderen Baum suchen. Hat sich voll die Chaos-Aufgabe ausgedacht, Mann. Ist auf jeden Fall sehr tief. Und das ist, ne, sehr wackelig. Vielleicht müssen wir doch einen neuen suchen. Leute, wir suchen einen neuen Baum. Vielleicht mal vielleicht einen entspannteren erstmal. Okay, ich habe noch einen Baum gefunden. Vielleicht klappt der. So dick ist der. Hier ist ein kleiner Baum, den können wir nehmen, nach oben. Andi. Ja, da. Das ist echt geil, Mann. Ja, auf jeden Fall. Mein Barfuß rutscht halt nicht direkt. Okay, wir sind jetzt hier oben schon. Bestimmt 9 Meter. Jetzt gleich schon 10. Achso, oh, ich bin zu hoch. Oh. Aber das ist doch komplett der falsche Baum, sehe ich gerade. Leute, wir müssen auf den. Oh, okay, Leute. Ihr seht gleich Aufnahmen von unten. Ja, wird schwierig. Ja, was ist das denn für eine Distanz? Ja, ne? Du müsstest raufspringen. Weißt du? Hättest du jetzt ein Seil, könntest du den Baum ranziehen. Das wäre cool. Er müsste springen. Also unten? Ja, das ist die Gefahr, dass er seine Haut dadurch zerkratzt, zu hoch. Ja, ouch. Kann ich nicht wackeln jetzt? Oh Gott, ey. Gegen eine Regel verstoßen, nicht übereinander. Oha, er hat's geschafft. Nicht übereinander klettern. Ja. Okay, Leute. Mein Ziel ist? Da hoch, auf den großen Baum. Mal gucken, ob das jetzt klappt hier. Ist möglich. Okay. Schaut mal.
Der Baum ist sehr nah bei mir. Ich kann den umarmen, dann bin ich oben. Woo! Geil! Wow. So habe ich mir das beim ersten auch vorgestellt. Ja. Super! Hammer! Richtig gut. So habe ich mir das vorgestellt erstmal, dass man von so rüberkommt auf den anderen Baum, aber das war zu riskant. Hier, Aufnahmen von oben. Hier ist Andi. Die Kamerafrau ist da unten. Dankeschön. Okay. Was geht, Mann? Schön, dass du mitmachst. Darüber, Alter. Hä? Aber du musst dann da weg, ne? Jo, ich gehe einmal weg. Ich schnall euch hier einmal kurz wieder an, Leute. Ich muss voll aufpassen, meine Hände sind zittern. Dass ich nicht aus Versehen die Aufnahme ausmache. Oh mein Gott, das ist ein richtiger Tarzanbaum. Leute, schaut mal. Ich kann hier richtig auf den Baum klettern. Ist das geil? Ich kann richtig. Ich geh mal kurz zu Andi. Er braucht mentale Unterstützung, weil er schafft das locker. Er braucht manchmal nur einen Schub. Ja, du hast es. Easy. Bedenke den Rückweg, ne? Oh Gott, ich sehe das schon. Ich kann die eh nicht stoppen, egal was ich sage. Kann ich Moral predigen? Die haben wenigstens Mut. Ja. Die ziehen einfach durch. Interessante andere Klettermöglichkeit. Das möchte ich auch können. Ganz leicht anfangen und irgendwann gewöhnst du dich an die Höhe. Ne? Halt dich fest vom Baum und rutsch runter. Wenn du den hast, aber nicht. Ist das krank? Digga, das ist ja komplett krasser Baum. Ja, Andi hat's Leute, geschafft. Wenn ihr das sehen würdet, ne? Es sieht so heftig hier oben aus. Ja, komplett schön. Schaut mal. Wir können hier rumlaufen, wie das ist unser Wohnzimmer gefühlt ist. Du kannst richtig klettern, ne? Das ist halt einfach. Das ist gefühlt eine Straße. Ich komm gar nicht klar oben, Baum. Der ist voll schön. Guck mal, wie weit wir weg schon sind von dem Hauptstamm. Das ist so schön, die Ecke hier. Hier bin ich. Geil. Wohnzimmer Room. Hier ist meine Wohnung. Ich Tarzan. Mein Kumpel King Kong ist auch dabei. King Kong. Wir sind beste Freunde. Erstmal geht's zur Küche. Küche ist hier. Hier ist die Küche, sehr, sehr schön. Man kann auch hier noch langlaufen. Hier ist der Abstellraum. Voll cool. Ja, das ist ein geiles Bild, was? Geil. Ja, Mann, das ist geil. Ja? Ja. So, Leute, hier ist mein Schlafplatz. Zeig euch das mal. Ey, ich bin ganz ehrlich, Micha, die Friese steht dir vollkommen geil. Eben schon, ne? Die Leute, oder? Schreibt mal in den Kommentaren, Mann. Diese Friese so gut? Dreh mal ein bisschen. Hat doch was. Es geht jetzt weiter, Leute. Das Ziel ist, auf die Baumkrone zu kommen. Und ich möchte euch unbedingt diese Aussicht zeigen, aber weil das inspiriert, Leute. Ich habe genug geschlafen. Weiter geht's. Ich hab ein bisschen Angst, dass das Ding einfach abfällt. Okay, weiter geht's. Voll schön, Andi, dass du mitmachst. Ich bin ja gleich wirklich oben. Das ging aber auch schnell jetzt. Krass. Boah, sieht das schön. Das sind das so geile Aufnahmen. Ja, ja. Was denkst du, Andi, wie hoch wir sind? Jetzt aktuell? 20 Meter? Ja, 20. 21? Das ist komplett krass. 20. Junge, wenn ich mir vorstelle, 10 Meter Bretten, Witz dagegen. Das ist wirklich widerlich. Also jetzt aktuell sind es 20, ja. Krass. Schätze ich. Boah, Alter, ist das widerlich! Da kriege ich ja schon Angst. Der ist schwierig, Andi, da musst du aufpassen wieder. Der Übergang, okay, du bist größer. Ah, warte mal, okay, warte mal. Vielleicht klappt das doch. Hinter dir ist noch eine Höhe. Oder du machst einfach so, stimmt. Okay, Andi macht's gut. Andi macht's gut. Guck dir das mal an. Wenn du hier bist, ja. Zack. Geil. Kannst du einen Schritt machen, bist sofort hier oben. Cool. Geil, oder? Leute, lasst einen Daumen da für Andi Power hier, dass er das hier mitmacht. Wirklich sehr schön. Weil der bereichert auf jeden Fall die Aufnahmen, also dass ihr Spaß habt. Ab hier, ohne jetzt zu flexen oder so, aber ich glaube, ab hier braucht man wirklich schon ernsthafte Erfahrungen. Ja, klar. Also wirklich ernsthafte. Weil wenn du fällst, musst du sofort den nächsten Ast in deiner Nähe suchen und rauffallen. Du darfst niemals runterfallen ganz.
die Hunde sagen auch Hallo. Und da ist die Baumkrone, Leute. Da hoch, glaube ich. Oder? Ja, genau. Ah, ist vielleicht eine schlechte. Vielleicht ist es eine schlechte Baumkrone, weil. Nee, die Baumkrone ist ungeil. Man kann nicht so weit hoch, dass man die Aussicht wahrscheinlich sehen kann. Mal gucken. Ich glaube, hier ist die beste Aussicht, Leute. Weil es splittert durch zwei Äste. Die, und man kann halt. Sind vier. Vier? Vier. Ja, stimmt. Fünf. Vier Baumkronen haben wir hier. Und keiner geht, keiner geht so richtig hoch, dass man, sag ich mal, über allen geht. Okay, der geht eigentlich voll. Ja? Hier komme ich schon noch. Hier komme ich noch sehr hoch. Oh, hier kann ich noch höher. Oh ja, okay. Alter, geil. Erstmal nochmal 5 Meter hoch. Junge. Okay, okay, Leute. Okay, Leute. Und hier rauf. Ah, weiter. Ne, weiter geht's nicht. Ah, Leute, und hier habt ihr die Aussicht. Schön, Leute. Ja, heute mit diesem Video haben wir nicht so eine coole Aussicht. Weil hier, schaut mal, das ist, da kann man schlecht weiter höher. Es geht nicht. Es geht nicht, das ist zu wackelig alles. Aber schöne Aussicht, oder? Ich schätze so, wir sind 32 Meter Tiefe. Ja. Ja, ne? Ja, Leute. Das Video. Wunderschön. Ja. Wenn das euch gefallen hat, das Video, dann lasst doch mal gerne mal einen saftigen Kommentar da. Ja, es hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr mitgeguckt habt. Wir müssen noch runter. Wir müssen runter. Ja. Und am Ende. Fast. Ja, sind wir. Wir sind ganz nach oben. Ne, ja, hier sind zu viele Blätter. Geh aufs Feld. Stimmt, geh aufs Feld, dann siehst du uns. Warte nach rechts. Geil. Hier. Geil. Die ist jetzt auf dem Feld. Ist das hoch? Das ist sehr hoch. Es ist sehr hoch. Geil. Jetzt geht's runter. Das sind halt diese drei Äste, wo man sich gut drauf balancieren kann. Wenn man hier ist, eigentlich. Ja. Okay. Leute, ich sag aber jetzt hier Tschüss, weil, ey, der Rest haben wir auf jeden Fall geschafft. Der Rest ist gelutscht. Der Rest, ja, wir müssen ja auch runter irgendwie. Wenn ihr das zweite Video noch oder ein neues Video auf meinem Kanal seht, wisst ihr, ich lebe noch. Ja, haut rein. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Habt euch lieb, ich hab euch auch lieb. Tschüssi. Bitte? Ja, runter ist wirklich einfach. Genau. Genau, und man ist halt warm gelaufen, ne? Ja, schon cool. Haut rein, Leute. Habt euch lieb. Ich hab euch auch lieb.